Woran denken Sie als erstes, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken? An eine Zeit, wo ich eingeschränkt wurde in meinem Freiraum. Und ich war froh, als ich dann diese Zeit hinter mich gebracht hatte. Habe mein Studium Hoch- und Tiefbau auch nicht fertig gemacht, weil ich einfach ein Mensch war, der davon geträumt hat, so zu leben, wie er heute lebt. Als Freelance. Als Freelance des Abenteuers. Also welche Stellung hat denn dann die Schule bei Ihnen im Leben eingenommen? Eine doppelte. Ich war Schüler und ich war auch eine Zeit lang Lehrer. In einer Zeit, als man neue Lehrer brauchte in Südtirol, weil das Schulsystem umgestellt war, war ich ohne eine pädagogische Ausbildung 2,5 Jahre lang Lehrer und hat das genossen. Das habe ich mehr genossen, als selber in die Schule zu gehen. Okay. Wie war es denn für Sie, junge Menschen zu unterrichten? Das war für mich relativ einfach, weil ich schon von meinem Vater gelernt hatte, der Lehrer war, mit Menschen, mit Kindern umzugehen. Mein älterer Bruder ist Pädagoge, war Professor in der Schweiz. Damit hatte ich eine kleine Vorbildung, obwohl ich ja nicht ausgebildet war. Und ich habe gleich am ersten Tag meinen Schülern gesagt, sie dürfen tun, was sie wollen. Sie dürfen auch aus der Klasse gehen, wenn es ihnen langweilig ist. Nur in der Klasse will ich Ruhe haben und meine Kunst bestand darin, Langeweile nie aufkommen zu lassen. Was würden Sie jungen Menschen mitgeben, wenn es ums Thema Bildung geht? Was würden Sie denen empfehlen? Neugierde, Neugierde, Neugierde.